Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Das ist Boden und Ständig. Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Ja, hallo zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Moin Johannes, wie geht's? Ja, moin Carina. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Das Wochenende liegt hinter uns. Wir haben ja Montagmorgen, wie kann es anders sein? Montagmorgen 9 Uhr ist ja Podcast-Aufnahmezeit und deswegen dürfen wir ja wieder hier zusammensitzen, wie alle 2 Wochen. Ja, die Woche könnte schlechter starten, oder? Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, Carina, ich weiß nicht, wir hatten ja letzte Woche, unsere letzte Folge war ja mit Christoph Grimme und ich habe immer noch das Gefühl, dass das ein sehr, sehr lockeres Gespräch war. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist oder was die Zuhörer dir vielleicht geschrieben haben. Wie sieht's da so aus? Absolut. Also ich finde, ich persönlich fand ja auch schon immer, Christoph Grimme ist ein super lockerer Typ. Ich habe ihn ja auch schon kennengelernt, damals bei der Top Agrar, wo es um Familienunternehmen ging. Und das war auch eigentlich durchweg das Feedback, was ich bekommen habe, dass es eine sehr interessante Folge war, dass Christoph total locker und bodenständig rüberkam. Passt ja perfekt für unseren Podcast. Ja, und auch sonst, dass es interessante Themen waren da mit Grimme und ja, dass es ein cooler Typ ist. Also durchweg so das, was ich eigentlich, also wie ich es auch empfunden habe. Schön, das freut uns, beziehungsweise mich und dich, dich auch, dass wir da so den Zahn der Zeit getroffen haben. Genau. Ich hatte tatsächlich auch noch Feedback, aber nicht bei Social Media, aber auch nicht zum Thema Christoph Grimme, sondern eigentlich eine andere lustige Geschichte. Und zwar haben wir ja in den ersten Folgen, haben wir uns ja wohl mal darüber unterhalten, was wir am liebsten grillen. Mhm. Und dann war ich jetzt vor 2 Wochen war ich mit meiner Frau und den Kindern, waren wir bei der ehemaligen Mitbewohnerin von meiner Frau aus dem Studium. Und der Mann, der hat eigentlich gar nichts mit Landwirtschaft zu tun, sondern der ist Architekt. Und da haben wir auch gegrillt und dann hat er mir nachher gesagt, er hätte sich furchtbar geärgert, weil er hätte das Grillfleisch eingekauft und danach hätte er die Folge gehört mit dem, was ich gerne grille. Gerne am liebsten. So Speckläppchen heißt das ja bei uns und so alles. Und er hat sich dann furchtbar geärgert, dass er das Einzige ist, was er nicht eingekauft hat. Das ist ja auch mega gut. Da hast du dich aber sehr gut auf unser Treffen vorbereitet. Ja. Auf die mega gut. Oh. Ja, so ist das jetzt. Also hätte ich auch nicht damit gerechnet, als wir angefangen haben mit dem Podcast, dass ich dann nachher sogar mein bevorzugtes Fleisch eventuell dadurch mal kriege. Ja, siehst du mal. Ja, vielleicht solltest du noch mehr Informationen preisgeben hier im Podcast, was du sonst noch so gerne magst. Lieblingsgetränke oder wie ich meinen Kaffee gerne trinke oder so. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann wissen die Leute direkt Bescheid, was ich gerne mag. Ja, mega. Auf jeden Fall hat das auch für Erheiterung gesorgt. Ja, naja. Das glaube ich. Das ist doch schön, dass der Podcast auch so für Erheiterung sorgt. Ja, Carina, und jetzt, wie kann es anders sein, nachdem ich ja einmal angekündigt habe, wir machen immer abwechselnd mit Gast und ohne Gast, machen wir ja heute wieder zum dritten Mal hintereinander mit Gast. Aber wir haben halt einfach so viele interessante, spannende Gäste, die wir den Zuhörern ja auch nicht vorenthalten wollen. Absolut. Deswegen haben wir heute wieder einen Gast dabei und ich würde sagen, den holen wir jetzt einfach mal dazu, Carina, oder? Das machen wir. Ja, jetzt sitzen wir hier virtuell wieder zu dritt und zwar haben wir jetzt uns dazu geholt den Timo Zipf, Projektleiter der Agritechnica, der Weltleitmesse für Landtechnik hier in Hannover beziehungsweise Deutschland. Hallo Timo, schön, dass du dabei bist. Moin Johannes, moin Carina. Ich freue mich auch total, heute Morgen dabei zu sein. Ich glaube, es wird spannend dieses Jahr. Ja, das denke ich auch. Und ich denke, bei dir ist es jetzt ja wahrscheinlich auch schon relativ spannend zu der, Jahreszeit oder Zeit des Jahres. Ich glaube, letztes Jahr irgendwie gelesen, noch 73 Tage bis zur Messe oder so. Oder kommt das ungefähr hin? Oder? Das kommt ungefähr hin. Das habe ich neulich auch noch gelesen, als es einer geschrieben hatte in der E-Mail. Und ich war ganz überrascht und dachte, wow, es sind nur noch 8 Wochen und sehe diesen riesen Berg, den wir hier gerade noch haben und denke, oh, okay, das wird noch spannend. Ja.
Umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute Morgen, wo du wahrscheinlich ganz andere Sorgen und viel mehr zu tun hast. Ja, total gerne. Ich finde sowas ja auch total spannend und höre mir das auch total gerne an. Auch die Podcasts, die ihr davor schon gemacht habt, da freut es mich umso mehr, dass ich heute mal dabei sein darf, selbst. Das freut uns natürlich auch zu hören. Ja, das ist natürlich cool. Wenn du natürlich auch noch unseren Podcast hörst, dann freut es uns natürlich noch umso mehr, dass du auch dabei bist. Ja, das sind die Fahrten morgens ins Büro. Ne? Ich habe morgens so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Ja, und was macht man da? Man hört Podcasts, ne? Ja. Perfekt. Das stimmt. Ja, Timo, willst du dich vielleicht einmal für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen, vorstellen? Gerne. Ja, ich meine, Johannes hat es ja gerade schon gesagt, Timo Zipf, bin jetzt bei der DLG der Projektleiter für die Agritechnica, die jetzt nach Corona endlich wieder auch stattfinden darf. Ich habe mal Agrarwissenschaften studiert, komme aus der Landtechnik, kenne somit auch sehr gut den landtechnischen Hintergrund, bin aber auch noch Praktiker, zu Hause auch noch in einem Betrieb und kann jetzt ehrlicherweise so ein bisschen meine Leidenschaft auch verknüpfen zwischen Landtechnik und auch der Praxis und freue mich irgendwie total auf die Agritechnica. Das ist einfach eine riesentolle, große Veranstaltung und man merkt auch einfach die Emotionen. Also jeder hat wieder Lust drauf, absolut, mit jedem, mit mir sprechen. Total klasse. Absolut. Ich freue mich auch total, dass es endlich wieder stattfindet. Da hat schon was gefehlt irgendwie. Oh ja. Ja, das ist tatsächlich. Ist es denn bei euch auch so? Oder wenn du jetzt mal die Seiten gewechselt hast, sag ich mal, ist das bei dir auch noch so, dass du dich gleich freust oder hast du andere, weil du bist ja doch dann mehr, sag ich mal, nachher, weil, oder ich weiß jetzt nicht, wie euer Tagesablauf auf der Messe ist, aber du bist ja dann doch nicht mehr so beim Kunden sozusagen, um irgendwelche Maschinen zu erklären oder irgendwelche Leute zu treffen, sondern du bist dann ja wirklich auch während der Messe ja da irgendwie voll unter Strom, dass alle zufrieden sind und oder freust du dich anders, frage ich jetzt einfach mal so. Ja, die Frage habe ich auch schon so oft gestellt bekommen, wo sagt, ja, freust du dich überhaupt noch drauf? Es ist doch nur Stress. Aber ganz ehrlich, wir freuen uns alle drauf. Also mein gesamtes Team, ich freue mich da drauf. Wir haben total Lust auf die Agritechnica. Klar, vor Ort, das ist einfach eine mega stressige Zeit. Ja, unser Tag beginnt ja nicht wie bei den meisten Ausstellern irgendwie 8:30, 9 in der Messehalle, sondern wir haben da morgens um 7 schon die erste Teamsitzung, wo wir über den Tag gestern gesprochen haben, was war gut, was lief schlecht, wo müssen wir dran feilen, wo müssen wir drauf achten, was noch in Zukunft kommt. Natürlich ist das ein total stressiger Tag. Vollkommen klar. Aber wir freuen uns alle total drauf. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Was macht denn ein Projektleiter, bevor die Messe überhaupt angefangen hat? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das frage ich mich manchmal selbst auch, wenn ich auch ein paar aus dem Büro rausgehe, wo ich mir denke, was habe ich heute eigentlich alles gemacht? Ja, so eine Planung, so eine Messe, das ist tatsächlich gar nicht so zu unterschätzen. Ich meine, wir fangen ja gedanklich jetzt schon wieder mit der 25er Messe an, weil die Messe für dieses Jahr schon weitestgehend geplant ist. Und das sind einfach verschiedene Phasen, die wir durchlaufen. Ne? Wir fangen im Frühjahr, Winter, Frühjahr an mit der Registrierung der Aussteller. Das Vorjahr noch einige Gespräche mit unseren großen Ausstellern, wo wir dann auch eben schon mal abklären und fragen, hey, wo wollt ihr stehen? Wie schaut das aus? Weil die Quadratmeter einfach zu groß sind, dann beginnt die Registrierungsphase. Und dann ist es einfach total spannend zu sehen, ja, wer registriert sich? Ist schon der und der dabei? Ist schon der dabei? Und dann freuen wir uns auch total drauf, wenn diese Registrierungsphase irgendwann zu Ende ist und dann sagen, hey, jetzt geht's los mit der Hallenaufplanung. Und wir machen es dann auch so, dass wir hier bei uns im Team die Hallen verschiedenen Kollegen dann auch verteilen. Und Kolleginnen, die dann auch verantwortlich für die Hallen sind und dann eben die in die Aufplanung gehen, wo wir dann wirklich gucken, und das ist dann ein riesen Puzzle. Ja. Ja, wir haben dieses Jahr wieder 2.500 Aussteller, die irgendwie in die Hallen verteilt werden müssen. Und das ist dann ein Puzzle, was sich dann relativ lange zieht, bis wir dann mal eine erste grobe Struktur haben. Und dann geht schon wieder die Einspruchsfrist los, wo dann die Hersteller die Planung bekommen, die Skizzen bekommen. Und dann natürlich loslegen und sagen, ja, der Nachbar gefällt mir nicht und der Nachbar gefällt mir nicht und ich möchte aber lieber dort stehen. Und dann fängt man wieder an, das Rad zu rotieren. Und irgendwann gibt es aber so einen Break-Even-Point. Ja, da sagen wir dann, gut, bis hierhin und nicht weiter, jetzt geht es nicht mehr. Weil dann beginnen natürlich die ganzen anderen Themen auch. Dann beginnen die Genehmigungsthemen, jeder Stand muss genehmigt werden. Dann beginnt die Stromplanung, dann geht WLAN-Planung und so weiter. Die ganzen Verkehrssicherheitsthemen, die Logistik geht los. Wir haben zig Gespräche mit der Deutschen Messe AG. Wir haben Kollegen, die sich nur um die Sicherheit kümmern. Ja, die ganze Verkehrslenkung, das muss ja alles passen. Themen, die mit der Polizei besprochen werden müssen.
aber eben auch das, was auf der Messe dann alles passiert. Ja, wir haben das ganze Fachprogramm, ja, wir haben die Drive Experience wieder oder dieses Jahr neu mit alternativen Antriebssystemen. Ganz neues Themenfeld, super viele Absprachen mit den Herstellern. Wir haben Spotlight In-House Farming, wo wir gucken müssen, wie wir die ganzen Expert Stages, die Bühnen gestalten. Wir haben so viele Themen dieses Jahr einfach wieder für die Agritechniker. Und das ist auch intern bei uns einfach, ja, regelmäßig Absprachen. Und über das ganze Jahr ist es einfach immer wieder so ein Berg, der ganz hoch geht. Dann denkt man, okay, man hat den Berg abgearbeitet und dann kommt die nächste Phase und man startet wieder ganz unten und muss sich einmal wieder hochkämpfen. Fühle ich irgendwie. weil ich ziemlich cool finde, ist quasi diese Planung, wie du das erzählt hast gerade, da habe ich mich wirklich zurückversetzt gefühlt, auch bei Lemken. Da war ich ja auch bei uns involviert. Carina hatte ich ja schon mal erzählt, dann geht es darum, welche Maschine steht wo auf unserem begrenzten Platz. Und dann wird immer diskutiert mit den unterschiedlichen Bereichen. Ja, ich möchte meine Maschinen aber alle so stehen haben und dann müssen wir wieder eine Maschine gestrichen werden. Das Ganze macht ihr dann ja nur im größeren Stil mit Herstellern. Wir kümmern uns um unsere eigenen Geräte auf dem Stand und ihr kümmert euch einfach um komplette Hersteller dann in den Hallen. Aber ich kenne das auch noch von der Herstellerseite her. Ich war auch vorher beim Landtechnikhersteller und da waren auch die Kämpfe immer sehr, sehr hart. Meine Maschine muss da stehen, die Maschinen müssen da stehen, dann kamen die anderen Abteilungen. Das ist eines das Kleine, das andere ist das Große. Ja, genau. Und genau das Gleiche, dann hast du diese Phase abgearbeitet, dann kommt die nächste Phase, wo steht welches Modell dann noch dabei, welche Schilder kommen wohin, wo kommt welcher Fernseher hin und was soll auf dem Fernseher gezeigt werden. Oh ja, und vor allem, da kommen auch die Aussteller, die kommen dann auch auf die witzigsten Ideen manchmal. Ja, wo wir dann auch sagen, oh, war ja, wie kann man dann auf so eine Idee kommen? Ja, das wäre tatsächlich ein Beispiel parat. Ja, genau. Ah, das sind die witzigsten Sachen. Da kommen die Ideen auf, ja, können wir einen Monster Truck in die Halle stellen, weil wir möchten irgendwie unsere großen Reifen zeigen. Oder können wir irgendwie leicht bekleidete Frauen zeigen, die tanzen. Oder können wir irgendwie einen LED-Monitor an den Teleskoplader ganz oben unter das Hallendach hängen. Das sind so viele Sachen. Also da, wir haben einen ganzen Ordner hier bei uns im Team mit witzigen Anfragen. Die wir uns zur Seite legen. Ein ganzer Ordner tatsächlich, ja. Ein ganzer Ordner tatsächlich. Also da kommen wirklich Sachen zustande, das glaubt man gar nicht. Ja, wie flexibel seid ihr denn dann da? Steht ein Monster Truck jetzt auf der Messe oder darf ich das nicht verraten? Tatsächlich nicht. Ja, wir haben ja schon bei vielen auch unsere Leitplanken. Ne? Also wir probieren natürlich jedem das irgendwie gerecht zu werden und probieren natürlich auch jedem zu sagen, das Maximale rauszuholen. Es geht ja darum, gesehen zu werden. Für die Hersteller ist es einfach eine extreme Sichtbarkeit und das wissen wir auch. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Leitplanken. Ja, wir haben technische Richtlinien, die dann eben durch den Brandschutz und dergleichen vorgegeben werden. Das heißt, das ganze Abhängen, das ist vorgegeben, wie weit man irgendwie von der Decke weg sein muss, wie breit die Gänge sein müssen. Und natürlich haben wir auch, weil es eine Fachmesse ist, auch für uns eigene Leitlinien, wo wir sagen, das lassen wir zu und das lassen wir nicht zu. Und ein Monster Truck gehört in unserer Welt einfach nicht in die Landtechnik hinein. Ich kann den Aspekt verstehen, ich kann die Idee verstehen, aber es passt dann einfach nicht dazu. Ja, so. Ja, ja gut, das ist natürlich auch verständlich. Ja, und aus eurer Sicht meine ich jetzt. Natürlich, ich verstehe beide Seiten. Man will Aufmerksamkeit erregen, wie du gesagt hast. Genau. Wollen wir auch bei Lemken, aber halt nicht mit Monster Trucks, mit anderen Sachen dann vielleicht. Genau. und das probieren wir ja, das wissen wir ja auch. Ja, wir schauen ja wirklich auch, das Maximale rauszuholen, was irgendwie geht und was wir auch erlauben können. Und wir haben auch einen super technischen Leiter, der diese ganzen Anfragen bei uns bearbeitet, der in engem Austausch dann auch mit mir ist und wo wir dann sagen, hey, wollen wir das nicht, in welchem Maße lassen wir das zu? Und da sind wir dann auch einfach ganz eng im Austausch, auch mit den Herstellern. Es ist ja dann auch nicht so, dass wir sagen einfach stumpf, nein, machen wir nicht, sondern wir probieren dann auch immer lösungsorientiert zu denken, okay, warum ist das so und warum ist der Gedanke da und wie können wir es lösen, so dass es eben in den Rahmen reinpasst, dass es für alle eine gute Lösung am Ende des Tages ist. Aber es sind auch manchmal wirklich witzige Sachen. Wir hatten auch schon Hersteller, die dann gesagt haben, waren auf dem Oktoberfest und dann geschrieben haben jetzt keine Zeit, bin auf dem Oktoberfest. Das sind dann auch so Dinger, da fragt man sich auch manchmal, ja, ne? Man muss auch Prioritäten setzen. Ja, das ist so. Ja, wie ist das dann so, wenn die Messe gestartet ist? Timo, ich stelle mir jetzt vor, dass du den ganzen Tag mit einem Headset im Ohr rumrennst und eigentlich nur der Kummerkasten bist und von A nach B rennst. Oder kannst du das auch genießen?
Tatsächlich denke ich das manchmal auch und so Tage gibt es auch, wo man, glaube ich, tatsächlich den ganzen Tag der Kummerkasten ist, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Messe, wenn es dann soweit ist und wir in Hannover sind, ist auch für uns der Stress deutlich reduzierter. Mhm. Es ist dann nicht so, dass das alles nur auf meinem Kopf irgendwo gelastet ist, sondern wir haben eben ein Riesenteam. Wir haben Verantwortlichkeiten, die für jeden Themenbereich verantwortlich sein. Das heißt, von Demonstrationen, die es geben kann, bis zu Sicherheitsthemen, aber auch Themen, die den Brandschutz nachher betreffen oder unzufriedene Aussteller, haben wir Anlaufstellen. Und wenn ich jetzt auf der Messe bin, ich habe morgens um 7 haben wir das erste Teams-Meeting besprechen. Was war alles gut, was war schlecht, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Und dann startet bei uns, ähnlich wie beim Aussteller auch, ganz normal der Tag. Und mein Tag sieht dann meistens so aus, dass ich dann ganz, ganz viele Termine mit Herstellern habe, wo ich dann eben vor Ort bin, auch mit den Kollegen hier aus unserem DLG-Hause, die da mit dabei sind, wo wir dann fragen, okay, wie zufrieden seid ihr, wie schaut das aus, läuft das alles? Natürlich aber dann auch die ganzen Fachprogramme, die ganzen Termine mit Vorträgen und dergleichen, Besuchergruppen, die man dann eben durchführen muss, irgendwelche Delegationen, die da sind. Also der Terminkalender, der hat sich jetzt vor dem Sommer schon massiv gefüllt, wo ich mir zwischenzeitlich auch schon dachte, oh weia, weil der Tag endet ja dann auch nicht um 18 Uhr, sondern dann sind abends noch irgendwelche Veranstaltungen, wo man eingeladen wird. Es sind unser Max-Eid-Abend am Montag, wo die Medaillen verliehen werden, wo wir natürlich alle vor Ort sind und dann werden auch die Abende und die Nächte entsprechend auch häufig ein bisschen länger. Das ist schon eine anstrengende Zeit. Aber der reine Stress, wie jetzt in der Vorplanung, das ist ein anderer Stress, eine andere Form von Stress auf jeden Fall, ein positiver Stress, möchte ich sagen. Also hast du dir denn noch einen Terminslot freigeräumt, wo du dir auch mal Landtechnik angucken kannst, Timo? Oder man muss das dann immer nebenher machen, wenn du mal auf dem Stand jemanden besuchen musst, dann ja, guckst du dir zwischendurch nochmal einen Häcksler an oder einen Trecker oder einen Pflug. Ja, tatsächlich darf ich das wahrscheinlich hier gar nicht sagen, aber ich habe mir auch einen kleinen Slot geblockt in meinem Kalender, wo ich mir gesagt habe, ich will auch selbst einfach mal das ein oder andere sehen. Und ich habe auch viele Freunde und Bekannte, die auch in der Landtechnik arbeiten, die ich sonst auch nicht so häufig sehe, wo ich mich auch freue, sie einfach wieder mal zu sehen. Und natürlich bin ich auch total fasziniert in die ganze Landtechnik, wo ich mich auch darauf freue, die neuen Maschinen, die neuen Innovationen zu sehen. Und im normalen Tagesgeschäft fehlt da auch einfach die Zeit dazu. Das muss man leider so sagen. Und wenn man da nicht, sich nicht ganz strukturiert wirklich einen Blocker reinsetzt, wo man sich dann mal gezielt das ein oder andere anschauen kann, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Aber das Gute ist, wir sind ja auch schon 14 Tage vor Messebeginn dort und können den ganzen Aufbau verfolgen. Das heißt, ich sehe auch schon sehr, sehr viele Maschinen, bevor sie der Rest der Welt sieht. Und habe dann tatsächlich auch die Zeit, mir schon viele Maschinen schon vorab anzuschauen. Das ist dann wirklich schon ganz gut, auf jeden Fall. Wie lange bist du dann in Hannover? Ich selbst bin 3 Wochen vor Ort. Die Teams aber sind teilweise auch schon 3-4 Wochen vor Messebeginn dort, weil natürlich auch gerade die ganzen großen Aussteller, die wirklich sehr, sehr viel Fläche bei uns haben, die müssen natürlich auch entsprechend frühzeitig anfangen. Es ist vollkommen klar und da haben wir unsere komplette technische Abteilung vor Ort, die dann eben dafür zuständig sind, dann einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Und so, dass die ganze, das ganze Team ist irgendwie in einem Zeitraum, möchte ich sagen, 6 Wochen. Plus, minus insgesamt vor Ort, weil vor der Messe ist dann nach der Messe, da beginnt der ganze Abbau, der ganze Rekonstruktion und da ist natürlich die gleiche Logistik, nur in die andere Richtung. Ja. Aber ich selbst, ja, ich bin ungefähr 2 bis 3 Wochen bin ich vor Ort und probiere dann das Bestmöglichste irgendwie noch zu managen, was es noch zu managen gibt. Hast du dann überhaupt abends noch Lust, wenn dann Standpartys sind oder Veranstaltungen sind oder bist du dann auch, also ich kann mir vorstellen, dass man dann auch so nach einer Zeit ganz schön groggy ist abends und froh ist, wenn man die Füße hochlegt. Ja, jetzt muss ich ja fast sagen, das ist ein bisschen wie im Privatleben, wenn man mal irgendwo auf einer Kirmes oder auf einem Schützenfest war und ein Tag mal ein bisschen länger weg war und man sich morgens denkt, oh nein, heute Abend liege ich bei Zeiten im Bett und dann abends ist man dann doch irgendwie wieder on fire. Und so ähnlich ist das dann auch auf der Messe. Man steht morgens auf, ist irgendwie total müde, ist irgendwie so, ja, noch nicht so richtig im Tag angekommen. Dann läuft aber der Tag, das Adrenalin geht wieder durch die Adern
Und irgendwie ist man dann am Nachmittag, am Abend dann doch wieder so und sagt, ach komm, ich gehe dann doch nochmal dorthin und gehe vielleicht doch nochmal ein Bierchen trinken. Ich habe mir auch dieses Jahr vorgenommen, dass ich abends eigentlich kein Bierchen trinke, dass ich wirklich fit bin. Aber das ist immer die Theorie und die Praxis, weil wir kennen das ja auch alle selbst. Man steht abends irgendwie zusammen mit den Kollegen, mit Bekannten, dann läuft das kalte Blonde doch irgendwie ins Glas und man denkt, ah, so ein Glas geht. Und ruckzuck. Und genau. Also von dem her, das ist dann immer so die Sache, ne? Mhm. Wobei ich natürlich auch sagen muss, bei den Veranstaltungen abends, das ist natürlich auch viel Pflichtprogramm für uns. Da müssen wir auch einfach Präsenz zeigen. Mhm. Und da müssen wir auch dabei sein und da freue ich mich auch total drauf. Aber wir haben auch am Donnerstag zum Beispiel die Young Farmers Party wieder, die traditionelle. Das ist natürlich ein Event, wo wir auch, ich nenne es jetzt mal ein bisschen in Anführungszeichen, Freizeit haben, wo wir dann auch ganz entspannt einfach teilnehmen und auch im Team uns ein bisschen gegenseitig socializen und dann auch mal ein Bierchen trinken und so ein bisschen über die Messe mal abseits des Tagesgeschäftes auch mal reden. Muss ja auch sein. Genau so. Aber hast du ein Feldbett dann schon auf der Messe stehen oder kannst du es schon noch im Hotel schlafen? Tatsächlich habe ich so zwei Bonuspunkte. Das eine ist, mein Hotel ist tatsächlich nur über die Brücke drüber. Ah, praktisch. So dass ich 5 Minuten, 10 Minuten Fußweg morgens habe und auch abends habe. Das Weitere ist, ich kann auch mit meinem Auto aufs Gelände fahren. Das heißt, ich bin auch auf dem Gelände relativ flexibel. Und tatsächlich war das gerade so ein bisschen ironisch, aber wir haben tatsächlich auch einen Rückzugsort bei uns im Bürokomplex, wo wir wirklich auch mal, wenn man merkt, jetzt muss man mal eine Pause machen, sich auch mal eine halbe Stunde ganz entspannt alleine zurückziehen kann, vielleicht mal kurz die Augen zumacht. Das muss auch einfach sein, ehrlicherweise. Ja, glaube ich sofort. Auch da, ich erkenne auch gewisse Parallelen zum Messeleben als Hersteller, muss ich sagen. Also gerade der Tagesablauf, wo man dann abends denkt, man geht jetzt wirklich auch ins Hotel, und damit man am nächsten Tag wieder fit ist. Natürlich sind wir auch immer fit, sodass wir mit den Kunden auch sprechen können, aber manchmal fällt es einem dann doch schwerer an manchen Morgen dann als an anderen Morgen. Ja, ich denke, da wird es vielen ähnlich gehen, auf jeden Fall bei so einer Veranstaltung. Aber das ist ja auch das, was so eine Messe auch am Ende auszeichnet, ne? Das muss man ja auch einfach sagen. Ja, also wie gesagt, bei mir ist das, du hast es gerade auch ja gesagt, man geht ja auch dahin, man trifft ja auch viele Bekannte, haben wir jetzt ja auch schon öfters gesagt, ja, so eine Messe ist ja wie so eine Art Klassentreffen, die Branche ist ja so klein. Absolut. Man trifft halt immer irgendwelche Leute, die man irgendwoher kennt und absolut. Kann dann so ein bisschen Networking betreiben, aber auch alte Bekannte wieder treffen und das Ganze dann noch in einer entspannten Atmosphäre dann abends vielleicht beim Bierchen oder tagsüber mal bei einer Tasse Kaffee am Messestand, das ist ja, die Möglichkeit gibt es natürlich ja auch. Aber deswegen, das ist natürlich eine schöne Sache. Aber jetzt, wenn du sagst, du bist dann auch die ganze Zeit unterwegs, jetzt hatten wir, was meinst du denn, wie viele Schritte läufst du denn so am Tag dann? Ne? Fünfstellig ist ja dann wahrscheinlich mit Sicherheit, ne? Tatsächlich ist das eine sehr, sehr berechtigte Frage, die ich noch nie gemessen habe. Aber ich befürchte, es wird ein sehr, sehr hoher fünfstelliger Betrag sein, den wir da an Schritten laufen. Ja. Wobei wir natürlich ein bisschen den Vorteil haben, dass wir uns mobil auf dem Messegelände bewegen, weil wir dann natürlich auch Termine haben, wo dann um 11 Uhr der Termin in Halle 11 ist und dann innerhalb von einer halben Stunde der nächste Termin ganz oben in Halle 24 oder 21 ist. Und um das zu realisieren, nutzen wir auch viele Mobiles. Aber natürlich während der ganzen Aufbauzeit, das sind schon sehr, sehr viele Schritte, die wir da machen. Aber ich werde es dieses Jahr mal messen und werde berichten auf jeden Fall. Das würde mich auch mal interessieren. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ja auch ein bisschen Zeit freigeschaufelt auf der Messe, um mal so zu gucken, weil wir haben das natürlich auch als Hersteller immer wieder, wir müssen ja oder wir wollen ja auch neue Ideen reinbringen auf den Messestand, dass man sich eventuell, also die Kollegen aus dem Messebau, die gehen dann zum Beispiel auch auf andere Messen aus anderen Branchen, um da zu gucken, was ist so Phase, wo gehen so Trends hin. Habt ihr sowas auch, dass ihr sagt, jetzt mit eurem Orga-Team oder ihr als Leitungsteam geht dann irgendwo auf andere Messen und beziehungsweise welche Messen guckt ihr euch an oder wo holt ihr euch denn neue Ideen her für das ganze Konzept Agritechnica? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und natürlich schauen wir uns auch bei den anderen Messen ein bisschen was ab. Und das über den Zwischenzeitraum von nach der Agritechnica bis zur neuen Agritechnica besuchen wir auch viele Veranstaltungen von Partnern, viele Veranstaltungen, die wir auch selbst irgendwie weltweit veranstalten und schauen uns natürlich auch dann an, wie das andere Veranstalter machen, auch um zu schauen, wo gehen die Markttrends hin, wo geht die Veränderung hin, was ist das, was die Hersteller möchten, das ist was die Kunden bedrückt, wo sind Probleme, was können wir zeigen,
wie kann man vielleicht auch gestalterisch irgendwie was anders machen auf dem Messegelände an sich. Da schauen wir uns natürlich auch ganz, ganz viel bei Gastveranstaltungen irgendwo ab. Und da sind wir dann auch nicht nur ich, sondern eben auch das gesamte Team sind dann da ja fast weltweit eigentlich unterwegs, um da verschiedene Veranstaltungen zu besuchen. Weil wir jetzt auch im Vorfeld auch der Agritechniker natürlich viel Werbung weltweit machen. Wir haben ein eigenes Sales Manager Team, die weltweit auf Veranstaltungen unterwegs sind und natürlich dann auch berichten, wie dort eine Messe aufgebaut ist, wie dort eine Messe organisiert ist. War das gut organisiert? Was waren die negativen Punkte? Was waren die guten Punkte? Und im großen Zusammenspiel bei uns im Team fügen wir das dann zusammen und schauen dann eben, was können wir für unsere Messe gewinnen? Wo können wir was verändern? Wo können wir Verbesserungen beanschlagen? Und was ist natürlich auch für uns immer ganz wichtig ist, wir nennen uns natürlich auch durch die Medaillen, die wir verleihen, die Goldmedaille und die Silbermedaille für die Innovation, dass wir natürlich auch probieren, immer dem Markt mit entsprechend vom Thema her auch zu sein, dass wir auch das machen, was die Kunden möchten, das machen, was die Hersteller möchten. Deswegen sind wir auch viel in der Absprache mit den Herstellern, um zu hören und zu schauen, ja, was wollen eigentlich unsere Kunden wirklich auch auf so einer Veranstaltung zeigen? Und das ist ein ganz, ganz großes Zusammenspiel aus vielen Messen, aus viel Netzwerk, um nachher so eine Agritechniker dahin zu bringen, wie man sie dann im Herbst, im November in Hannover wieder sehen wird. Und da bereiten wir uns natürlich auch entsprechend vor und machen da nicht einfach einen Blindflug, sondern orientieren uns da ganz, ganz viel an anderen Veranstaltungen, auch vollkommen klar. Und auch branchenfremd, das muss man auch sagen. Aber auch dann branchenfremd heißt, jetzt man könnte natürlich, branchenfremd ist ja zum Beispiel schon Baumaschinenbranche, sage ich mal, das ist ja auch eine wichtige, vergleichbare Branche, wo man viele... Aber auch, es gibt ja jetzt, ich glaube, letztens ist oder diese Woche ist die IFA gestartet zum Beispiel. Das ist natürlich eine sehr, wahrscheinlich sehr futuristische Messe, die, sag ich mal, jetzt nicht so, ja, die nicht so große Ausstellungsstücke hat und so handfest ist sozusagen wie so eine Agritechniker, sondern die ist ja eher futuristisch und in die, also die Landtechnik ist auch in die Zukunft gerichtet, aber die hat, ist halt eher digitaler und mit kleineren Messeständen. Ist das dann wirklich auch so ein buntes Portfolio, wo ihr euch dann umschaut? Absolut. Absolut. Also es ist wirklich von der Baumaschinenmesse, wo man ja doch noch irgendwie ein bisschen Gemeinsamkeiten hier erkennt, aber genauso wie du es gerade sagtest, Johannes, absolut futuristisch gucken wir uns das auch an, weil auch die Landtechnik geht ja auch immer mehr in den Smart Farming Bereich über. Der Trend geht immer mehr auch in digitale Lösungen und auch da schauen wir natürlich, wie machen das Veranstalter oder auch Messen, die sich mit dem Themenschwerpunkt genau damit auseinandersetzen. Und um da auch einfach irgendwie Ideen zu bekommen, wie wir das auch bei uns umsetzen können. Und deswegen schauen wir uns ganz viele branchenfremde Messen auch an. Aber man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, der Fokus liegt bei uns immer auf der Landtechnik. Gab es denn schon mal was, was ihr irgendwo gesehen habt und wolltet es gerne realisieren, konntet es aber nicht? So Stichwort in Deutschland, ne, mit also ich stelle mir jetzt so vor, andere Länder, andere Sitten. Vielleicht ist es irgendwo weltweit manchmal ein bisschen einfacher wie in Deutschland, so mit Sicherheitskonzepten und Co. Ja, durchaus. Das ist etwas, Carina, da hast du vollkommen recht. Da denken wir auch manchmal, was auch in anderen Kontinenten und in anderen Ländern eigentlich so geht. Und dann nehmen wir die Idee mit nach Deutschland. Und bevor wir natürlich so eine Idee dann zur Umsetzung bringen, müssen wir auch erstmal prüfen, geht das oder geht das nicht. Und da muss man auch immer unterscheiden zwischen Praxis, wie zum Beispiel der DLG-Feldtage, wo man wirklich auch auf dem Feld agiert. Und wenn wir da Veranstaltungen auch weltweit irgendwo sehen, wo auch andere Themen einfach besser gezeigt werden oder anders gezeigt werden und wir die dann umsetzen möchten, das ist natürlich dann in Hannover auf einem asphaltierten Messegelände immer noch mal schwieriger. Und das sind wir dann eben auch am Lösungen zeigen. Ja, wir hatten auch die Ideen dieses Jahr irgendwie mehr Richtung Pflanzenschutz, Precision Farming, Spot Spraying und dergleichen zu zeigen. Und dann stellt man sich schon auch die Frage, ja, wie können wir das eigentlich realisieren auf dem Messegelände? Die Sensoren brauchen ein gewisses Spektrum, dann heißt man braucht wieder Pflanzen, um die für die Unkrauterkennung. Und dann kommt sofort die Frage, ja, was passiert mit dem Wasser? Wie wird das Wasser aufgefangen? Wie kann man das erkennen? Und da geht dann der Rattenschwanz auf einmal los und dann merkt man relativ schnell, das ist leider nicht möglich. Und das ist dann manchmal nicht ganz so einfach, weil wir eben auch einfach eine Indoor-Messe sind. Und das Weitere ist zum Beispiel Drohnenfliegen. Ja, wir haben viele Messen, da werden, wo wir gesehen haben, da werden Drohnen geflogen, auch in der Halle. Und das ist bei uns auch nicht zulässig. Und das sind dann schon Themen, die uns manchmal ein bisschen runterziehen, muss man sagen, weil man es gern zeigen möchte.
Aber am Ende ist es das Leben, ne? That's life. Es gibt Regeln. Und in anderen Ländern gehen manche Sachen vielleicht ein bisschen einfacher wie bei uns. Das ist einfach so. Ja. Aber es hat auch seinen Vorteil. Stichwort Drohnen ist ja, wir waren, letzte Woche war ich auch am DLG, auf einer DLG-Veranstaltung in Bernburg und da war auch wieder dieses Thema Agrardrohnen. Dann habe ich das erste Mal tatsächlich so eine große Agrardrohne gesehen. Die ist ja wirklich, wenn ich mir vorstelle, so ein Trümmer da durch die Messehalle fliegt, das ist aber schon, das ist ja, wenn der startet, wie so ein Hubschrauber so ungefähr. Das sind schon gigantische Teile, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber hätte ich mir vielleicht sogar auch angeguckt, wenn jetzt in so einer Halle irgendwie so ein Drohnenparcours gewesen wäre oder so, könnte ich mir ganz interessant vorstellen. Aber gut. Das sind natürlich genauso Ideen. Aber dann geht das los, ja, wir brauchen Fangnetze dort, brauchen wiederum das und das und das. Und dann stellen wir uns wieder die Frage, ja, ist das auch attraktiv dann am Ende, wenn man das alles durchzieht und dann ist relativ schnell ein großer grüner Haken dahinter, wo wir dann sagen, nee, also so macht das keinen Sinn, dann ist es vielleicht doch eher was für eine Outdoor-Veranstaltung, wo der Freiraum größer ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch der Vorteil dann vielleicht, ne, dass alle 2 Jahre dann eben im Wechsel die DLG-Feldtage dann wiederum stattfinden, wo man dann vielleicht ja ein bisschen mehr sowas eben dann zeigen könnte. Genau so. Ja. Wir hatten auch dieses Jahr, genau so wie du sagst, Carina, ist ganz interessant, dass du das gerade so sagtest. Wir hatten ein Konzept vorbereitet für die Agritechniker, wo wir wirklich einen Outdoor-Bereich gestaltet haben. Der war auch schon konzeptionell sehr, sehr weit. Und wir dann irgendwann gemerkt haben, irgendwie klappt das doch nicht. Also irgendwie stehen da zu viele Themen im Weg, wo wir eben genau diese Spot-Spraying, Roboter-Technologien und so weiter irgendwie zeigen wollten. Und dann haben wir auch gesagt, okay, das Konzept passt nicht nach Hannover zur Agritechnica, weil einfach das Gelände die falsche Umgebung ist. Aber wir werden es bei den DLG-Feldtagen zeigen. Haben das Konzept einfach genau so genommen und einmal zu dem Kollegen, der die Feldtage verantwortet, rübergeschoben und gesagt, guck mal, das ist doch was. Perfekt. Und das ist auch der Austausch, wovon wir leben, muss man auch sagen. Also können wir uns bei den nächsten DLG-Feldtagen schon auf einen spannenden Bereich Spot-Spraying und Drohnen. Seid überrascht. Es bleibt spannend. Johannes, vielleicht müssen wir den Kollegen von den DLG-Feldtagen hier noch einladen. Ja, genau. Aber wenn du das gerade so sagst, ihr sitzt aber alle doch zusammen dann in Frankfurt, ist ja das Headquarter der DLG Deutschland, sitzt ihr auch alle in Frankfurt oder habt ihr euer Büro jetzt irgendwie dann, ihr zumindest vom Agritechniker-Team näher an Hannover ran oder wo auch immer, oder sitzt ihr wirklich alle da zusammen bei der DLG? Ja, man muss ja sagen, das Team, das wächst mit so einem Projekt. Mhm. Wenn jetzt die Agritechniker im November ist und auch jetzt gerade, da sind da schon auch sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen bei uns eingebunden, wo wir dann auch wirklich ein sehr, sehr großes Team haben. Und dann sitzen auch nicht alle immer in Frankfurt, sondern viele von der DLG kommen eben auch weltweit, sage ich schon, entschuldige, aus Deutschland. Mhm. Und dann sitzen die Kollegen teilweise auch tatsächlich in Hannover, aber auch an anderen Stellen, sodass wir dann eben auch viel über Teams arbeiten und dergleichen. Aber ich sag mal, unser Kernteam, wir haben ein Kernprojektteam, das sitzt eigentlich direkt hier bei mir in meinen Büros, wenn ich jetzt hier mein Spiel gucke, was die Zuhörer gerade nicht sehen können, dann sitzen die Kollegen eigentlich hier genau auf dem Flur, einmal komplett runter. Und da sind wir eigentlich schon auch regelmäßig in Frankfurt, weil wir dann auch alle 4 Wochen machen, wir es eine große Projektteamsitzung haben, wo dann alle zusammenkommen und jeder aus seinem Teilbereich dann eben auch erzählen kann. Weil wir haben für die Agritechniker einen sehr, sehr großen Strukturplan, einen Projektplan, wo ich dann als Projektleiter enthalten bin, aber ich habe dann bei mir insgesamt noch 6 Teilprojektleiter, die dann noch einzelne Themenbereiche verantworten und darunter befinden sich dann nochmal Arbeitspakete, so dass das gesamte Projektteam im Schnitt irgendwie 70 Kollegen und Kolleginnen sind, aber bis zur Agritechniker wächst das dann auf 100, 150 Kollegen und Kolleginnen an, die sich dann Tag ein, Tag aus eigentlich nur mit der Agritechniker beschäftigen. Und das Kernteam sitzt schon in Frankfurt, aber was es auch ganz praktisch macht, zum Beispiel unser technischer Leiter, der das ganze Messegelände in- und auswendig kennt. Ich glaube, der kennt auch wirklich jede Schraube und wirklich jeden Mülleimer auf diesem Messegelände. Der sitzt in Hannover und das macht es dann auch sehr, sehr praktisch, wenn wir irgendwelche Absprachen haben oder viele Aussteller sagen dann eben auch mal, können wir mal ein Bild sehen von der Messehalle oder können wir mal schauen, wie die Maße dort sind? Und dann macht es das auch sehr einfach zu sagen, hier Hagen, kannst du mal schnell rüberfahren und mal gucken und mal Bilder machen.
das sind dann schon Vorteile, die wir da auf jeden Fall haben. Aber das Kernteam sitzt in Frankfurt. Boah, so viele Leute tatsächlich. Also ich hätte mit vielen gerechnet, aber dass nachher so viele sind. Aber natürlich ist da ja auch eine Menge mit als Rattenschwanz hinten dran. Also irgendwelche Genehmigungen und hier einer, der noch was hat und da noch einer und Und die Besonderheit bei uns ist, wir machen auch wenig mit Dienstleistern tatsächlich, sondern wir lassen vieles auch bei uns im Haus und organisieren auch vieles selbst, weil wir einfach die Kompetenz auch bei uns haben. Und mit Dienstleistern, das kennen wir alle, ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger an manchen Stellen. Natürlich arbeiten wir auch mit Dienstleistern an vielen Stellen zusammen, aber wir probieren eben möglichst viel auch bei uns im Haus abzubilden, um einfach eine bessere Steuerung und einen besseren Überblick zu haben. Wenn ihr jetzt dann so, also dieses Kernteam, und so, wenn du jetzt da gerade davon sagst, ihr macht dann so einen Socializing-Abend, dann zum Beispiel am Donnerstag auf der AG Technica abends, dann sind dann alle 150 Leute so dabei oder habt ihr dann wirklich dann euer Kernteam oder wie ist das so, einfach nur mal so jetzt gefragt? Das ist auch eine gute Frage, ja. Nein, so ist es natürlich am Ende nicht, sondern es sind dann eben vor allem die gesagten Teilprojektleiter, die dann vor Ort sind. Und die wirklichen Verantwortlichkeiten bei uns in unserem Projektplan. Das heißt, das sind irgendwie 50 Kollegen und Kolleginnen, die dann wirklich auch vor Ort sind. Zur Kernzeit, also wirklich zum Messezeitraum, die dann eine Woche lang da sind. Aber wir schauen auch so, dass wir natürlich auch probieren, nicht alle nach Hannover zu holen, weil dann überlaufen wir auch das Messegelände nur mit DLG-Listen am Ende des Tages. Und da sagen wir dann auch Stopp, sondern so, dass irgendwie 50 Kollegen plus minus vor Ort sind. Und dann ist es natürlich an so einem Abend wie jetzt der Young Farmers Party auch jedem selbst überlassen, ob er dabei sein möchte oder auch nicht dabei sein möchte. Ja gut, ne, wie gesagt, das ist ja auch alles anstrengend dann immer. Ne, dann. Ja, absolut, absolut. Und das geht ja mit Sicherheit euch genauso wie mir. Der eine kann besser damit umgehen. Es gibt Tage, da ist man gut drauf. Es gibt Tage, da ist man nicht so gut drauf. Absolut. Und das Letzte. Fühl ich mit, ja. Ja, und so ist das auch auf so einem Messegelände. Es gibt Tage, da läuft wirklich sehr viel schief. Da denkt man abends, jetzt will ich nur noch ins Bett und meine Ruhe. Und es gibt Tage, da denkt man sich, wow, was ein guter Tag. Und dann sind so Abende manchmal auch ein bisschen entspannter. Also kann dann auch theoretisch dann auch mal sein, dass ihr dann mal eine Nachtschicht einlegen müsst, weil irgendwie was irgendwie so, oder so falsch jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, dann, dass ihr dann über Nacht sagt, wir müssen jetzt hier nochmal schnell was umbauen oder so, dann wird ja wahrscheinlich eher der technische Leiter involviert sein, aber kommt sowas auch schon mal vor? Das kommt auch durchaus vor, ja. Wir haben auch viele Punkte, die dann häufig auch nochmal schief gehen, wo wir merken, oh wow, das funktioniert eigentlich, wie wir es geplant haben, nicht so, sondern wir müssen es dann irgendwie kurzfristig nochmal ändern auf dem Messegelände. Wobei wir natürlich sagen müssen, auf dem Messegelände an sich, dort arbeiten wir natürlich schon viel mit Dienstleistern. Da sind sehr, sehr viele Elektriker, es sind viele Rigging-Leute, also die ganzen Abhängungen von oben machen und so weiter. Und da ist dann vorrangig unsere technische Abteilung, die das dann alles im Blick hat und steuert. Aber das wurden und sind dann teilweise auch sehr, sehr lange Nächte. Auch die Aussteller, die dann auch aufbauen, die machen ja auch nicht pünktlich um 18 Uhr Feierabend und gehen dann ins Hotel und trinken noch ein Bier und legen sich ins Bett, sondern das ist dann wirklich, dass dann auch bis tief in die Nacht gearbeitet wird dort. Wann fängt denn eigentlich die Abnahme so an? Also wahrscheinlich wird ja jeder Stand, auch wenn er aufgebaut ist, dann einmal abgenommen, ob auch alles eingehalten wurde, mal der Zollstock dran gehalten, ob auch die Wege breit genug sind, so stelle ich mir das jetzt mal vor. Gibt es da eine Deadline, bis wann die fertig sein müssen? Oder weil das müsst ihr ja auch alles noch unter einen Hut kriegen, ne? Bis es dann losgeht. Tatsächlich müssen wir das auch noch unter einen Hut bringen, das ist so. Wir machen uns das aber ein bisschen einfacher oder probieren uns das zumindest ein bisschen einfacher zu machen. Wir sind genau jetzt gerade, wo wir heute hier zusammensitzen, sind wir so in der letzten Phase, wo unsere Standbaugenehmigungen bei uns eintrudeln. Das heißt, jeder Aussteller muss auch im Vorfeld genau sein Standdesign bei uns schon mal einreichen. Und das muss vorab auch durch die technische Abteilung geprüft werden, genehmigt werden. Der ganze Brandschutz muss einen grünen Stempel bekommen. Und natürlich während dem Aufbau in Hannover wird dann auch alles nochmal gegenkontrolliert und gegengecheckt. Weil auch da ist es natürlich, okay, wir haben 6 Meter maximale Abhänghöhe und dann kommt natürlich ein Aussteller auf die Idee und denkt, ha, ich bin schlauer als der Rest und hänge meine Fahne einfach nochmal einen Meter höher, dann werde ich ja überall gesehen. Ja, das sind dann die Punkte, da sind wir natürlich auch sehr stark hinterher und gucken dann wirklich auch, aber da ist dann wirklich unser technisches Team mit Aushilfen vor Ort, die dann da auch in den engen Austausch, in den engen Absprachen sind
Und wir haben auch teilweise auch schon Exponate gehabt, wo wir keine Zulassung von vornherein zugelassen haben und dann der Aussteller der Meinung war, er könnte das trotzdem ausstellen. Und es war einfach dann ja nicht zertifiziert, wir konnten das nicht zulassen und dann ist es zwar wirklich bescheiden, aber dann haben wir auch den Messeplatz wieder räumen lassen, haben gesagt, du lieber Aussteller, du musst dein Exponat hier wieder rausschaffen. Das passiert leider auch manchmal, das tut uns ja dann auch leid, aber es ist leider die Vorschriften, die dann in dem Moment... Wäre auch meine Frage gewesen, ob sowas schon mal vorkam, dass sich einer gedacht hat, ach ja, das probieren wir mal einfach, vielleicht fällt es nicht auf, ne? Oh ja, durchaus. Also ich lade euch beide wirklich gerne eine Woche vorher mal ein, dann können wir durchs Messegelände mal gehen und dann werdet ihr mal sehen, was da für tolle Ideen teilweise wirklich entstehen. Und da sieht man auch die Kreativität von vielen Ausstellern, die dann probieren, irgendwie die Regelungen zu umgehen. Das ist da manchmal schon ganz spannend auf jeden Fall. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das amüsiert uns ja auch. das ist genauso wie unser Ordner, der hier liegt, in aller Professionalität und in jeder Lösungsorientiertheit, die wir haben. Aber da sind wir natürlich auch ein Stück weit Mensch und machen uns da manchmal auch so unsere Gedanken dazu, wo man sich denkt, ja, wie kann man eigentlich auf so eine Idee kommen? Oder manchmal muss man auch ganz ehrlich sagen, auch Dreistigkeit. Das kommt leider auch wirklich vor. Aber im Großen und Ganzen möchte ich behaupten, das ist der normale Wahnsinn. Es ist noch nie ausgeufert. Und ja, wir probieren ja wirklich für jeden irgendwie eine Lösung zu finden, dass es am Ende des Tages für alle passt. Ja, und im Endeffekt, das hatte damals Christian ja auch schon in der Folge erzählt, also unser Messeverantwortlicher von Lemken, war ja auch schon mal in einer Podcast-Folge zu Gast, der hat damals ja gesagt, im Endeffekt ist so ein Messestand für einen Hersteller wie, wenn man als Privatperson ein Haus bauen würde. Man muss dann die ganze Statik haben, man muss den Brandschutz irgendwie haben und den dann ja auch bei euch dann berechtigterweise natürlich auch dann vorlegen, weil es soll natürlich auch alles sicher sein, sonst steht man da irgendwie, irgendwas passiert und dann muss einer den schwarzen Peter zugeschoben bekommen und in dem Fall ist es ja auch dann gut und wichtig, dass alle Leute da auch dann das ordnungsgemäß ausführen und dann auch, damit halt für die Besucher da halt die Sicherheit gewährleistet ist. Ich kann mal, weil da gibt's ja viele Punkte, gerade bei Landtechnikmaschinen, wo man dann irgendwie hochklettern, dann ist da irgendwie keine Absturzsicherung oder irgendwie, dann fällt einer runter von so einem, ich weiß nicht, von einem Mähdrescher oder Häcksler oder von einem großen Anhänger oder so und dann muss man halt gucken, wer hat nachher da die Schuld dafür, ne? Und da kann man besser einmal zu viel drüber gucken als einmal zu wenig, denke ich dann immer. Dem ist nichts hinzuzufügen, Johannes. Genauso ist es am Ende des Tages. Genau so ist es, ja. Also da denke ich mir auch manchmal, wir dann bei unseren Sämaschinen ist dann ja auch mal so oben so ein Podest am Tank oder so, wie man da dann nochmal sicherheitsmäßig da alles da absichern muss, weil die sind ja sowieso schon nach gewissen Standards gebaut, auch für die Praxis. Aber dann für die Messe muss dann der Schutz nochmal irgendwie anders gebaut werden, weil dann doch zwei Leute sich auch entgegenkommen können oder so. Und das muss dann entweder verhindert werden oder sichergestellt werden, dass alles trotzdem sicher ist. Das ist ja schon, da denkt man sich auch manchmal, ja, wofür? Aber im Endeffekt dient das halt einfach der Sicherheit für alle Personen. Ne? Und das Thema ist ja, oder ihr hattet das ja vorhin auch schon mal gesagt, wir haben ja auch andere Länder, andere Kontinente, andere Regeln. Und wir haben einen sehr, sehr großen Anteil mit 60% internationalen Ausstellern, die nicht aus Deutschland kommen. Mhm. Und davon auch ein sehr großer Teil, der aus Asien oder aus Amerika und dergleichen kommt. Und dort sind eben auch einfach andere Gesetzesgebungen am Start. Und das dann einfach nach Deutschland oder in die EU zu adaptieren, das funktioniert halt eben auch nicht. Und deswegen haben wir auch diese Regelung. Ich sage mal, die Themen sind weniger mit den deutschen Herstellern. Da ist das relativ simpel. Die kennen die Gesetze, aber eben durch diese große Internationalität, das ist dann die große Herausforderung, da zu schauen, sind die Zertifikate, ist es CE-zertifiziert und so weiter, passt das alles am Ende des Tages. Habt ihr für jedes Land jemand Zuständiges dann auch irgendwie so, der, also ich so sprachbarrieretechnisch sage ich jetzt mal, ne, es ist ja auch, nicht alle Länder können ja auch, sind ja immer so fit in Englisch und so, deswegen frage ich mich gerade, wie ist da die Kommunikation? Manchmal sehr, sehr schwierig. Also es wäre absolut wünschenswert, wir könnten das und hätten das, dass wir wirklich für jedes Land einen Native Speaker hätten, der sich wirklich auch genau damit auskennt. Aber wir haben zwar sehr, sehr viele Kollegen, die auch viele Sprachen können und wir haben auch in den Ländern entsprechende Delegisten sitzen, die dann eben auch vor Ort beispielsweise Partnermessen von uns organisieren und dergleichen, die dann auch da mit den Herstellern im Austausch sind.
und natürlich auch die deutschen Regelungen kennen und das entsprechende Land und da als Kommunikator, als Mediator in der Mitte sind, aber an vielen Stellen, ja, ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger. Und dann merkt man auch sehr häufig, wenn dann Aussteller auch einfach bei Google Translator ihre E-Mail reingeklatscht haben und man kriegt dann so eine E-Mail zurück und man sich dann manchmal denkt, was will er mir eigentlich gerade sagen? Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche, hatten wir so eine Anfrage, die hieß, ja, kann ich bei uns einen Fummeltisch aufbauen? Was? Und da haben wir uns alle mal kurz die Frage gestellt, was hat er jetzt genau vor? Was ist da jetzt die Übersetzung dahinter? Ja. Vielleicht hat er sich auch in der Messe vertan. Vielleicht wollte er auch zu einer anderen Messe. Vielleicht wollte er auch zu einer anderen Messe. Das ist auch durchaus möglich. Aber das sind so Sachen, also man glaubt das manchmal kaum, ja. Und das ist dann eben wirklich in der Sprache manchmal ein bisschen schwieriger, weil man wirklich sieht, ja, die nehmen die E-Mail in ihrer Sprache. Ich meine, wir machen es am Ende auch nicht anders an manchen Stellen und hauen die in den Translator. Weil man es einfach, ja, die Sprache einfach nicht kennt, aber da kommen dann manchmal schon sehr, sehr witzige Sachen auf jeden Fall raus. Aber was ist denn beim Fummeltisch jetzt rausgekommen? Also weißt du das schon oder wisst ihr es immer noch nicht? Tatsächlich weiß ich es immer noch nicht, weil es wirklich letzte Woche durchkam und der Kollege mir nur die E-Mail geschickt hat und mir fragte, weißt du, was er vorhat und können wir uns irgendwie beteiligen? Personelle Art oder... Also da weiß ich ja nicht genau, was auf jeden Fall dahinter steht. Schön. Also da bin ich dann auch mal gespannt. Also, wenn ich da was sehe auf der Messe, dann denke ich an euch dann. Ja, dann sag mal Bescheid, dann komme ich auch mal vorbei und gucke mir den nochmal live an. Ja, deswegen, also das ist wirklich manchmal schon ganz amüsant, wenn da die Kommunikation, sei es wirklich bei Zulassungen, bei Genehmigungen, aber auch in einfacher Absprache, das ist manchmal schon ganz witzig auf jeden Fall, wenn da Übersetzungen zurückkommen. Glaube ich. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist ja für die Zuhörer, Timo, ist ja, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat nach Corona. Meinst du, man merkt das jetzt noch oder wird das eine Messe, so wie die Leute vor Corona kannten, oder habt ihr irgendwas Neues überlegt oder neue Ideen jetzt über die Jahre dann gesammelt, wo man sich vielleicht besonders drauf freuen kann? Vielleicht hat... Mit Sicherheit gibt es ja auch einige positive Sachen, die man da jetzt rausgezogen hat. Ja und nein. Also das ist tatsächlich eine wirklich gute Frage, die auch bei uns intern immer wieder viel diskutiert wird und wo wir wirklich auch uns Gedanken zugemacht haben, okay, wie geht das weiter? Wir haben ja auch gemerkt, ja, die Hersteller verzeichnen gute Umsatzzahlen in den Corona-Jahren, trotz einer Messe, die nicht stattfinden konnte, einer Leitmesse. Und da haben wir uns da auch intern schon gefragt, okay, wo geht das Messegeschäft weiterhin, wo geht die Agritechnica als weltführende Messe auch weiterhin hin und haben auch die Planzahlen entsprechend bei uns angeschaut. Dann kam die Registrierungsphase im Januar und kurz vor Deadline ist es auf einmal bei uns durch die Decke geschossen. Wir waren ja glücklich verwundert, möchte ich es einfach mal formulieren, dass wir wirklich wieder 100% des Messegeländes komplett ausgebucht haben. Also das komplette Messegelände ist rackevoll. Wir haben keinen einzigen Quadratmeter Platz mehr. Wir haben noch einige Hersteller, die leider, muss man sagen, auf der Nachrückerliste noch stehen, weil das Messegelände nicht groß genug ist. Und auch in den Gesprächen, die jetzt ich hatte, sowohl auch meine Kollegen und Kolleginnen mit den Herstellern, mit vielen Besuchern, zeigt wirklich alle Signale auf grün. Jeder hat wirklich absolut wieder Lust auf eine Agritechnica. Es freuen sich alle total. Es können alle total nicht abwarten, wieder in Hannover zu sein. Und natürlich wurde auch in der Zeit an vielen Konzepten und an vielen Ideen gefeilt, wo man schaut, okay, wie kann man was umsetzen? Was kann man Neues machen? Aber auch an manchen Stellen muss man auch ehrlicherweise sagen, haben wir auch gemerkt, okay, das wollen auch die Hersteller einfach nicht. Ja, wir hatten auch Ideen, mehr im Außenbereich zu machen, mehr zu zeigen. Ja, und da muss man auch wieder sagen, am Ende merken wir, und das ist auch völlig berechtigt, dann auch die Hersteller sagen, hey, wir möchten in Hannover sein, das ist eine Indoor-Messe und wir möchten nicht im Außengelände sein, wo wir dann im November einen Kollegen abstellen müssen, der im Regen draußen steht, sich am Ende noch erkrankt. Das Personalthema, was ist auch noch nach wie vor präsent. Ja, es gibt wenig gute Fachkräfte, gutes Personal. Und dann fällt noch jemand aus. Und da haben wir dann auch gemerkt, ja, trotz aller Ideen und neuer Konzepte und das, was wir uns so gedacht haben, was werden könnte, auch für die Besucherattraktion, haben wir dann das Signal von den Herstellern bekommen,
ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, sie wollen das nicht. Und dann haben wir da auch wieder manche Ideen wieder zurückgeschraubt und gesagt, machen wir an der Stelle nicht. Aber wir haben natürlich trotzdem weiterhin spannende Themen. Ja, gerade unsere Drive Experience, das ist etwas, da freue ich mich auch total drauf. Das ist ein Freigelände, wo die Kunden, die Besucher dann am Ende ja alternative Antriebssysteme testen können. Also der Methanschlepper beispielsweise so. Von New Holland wird man dort sehen können. Ja, da wird dann, wir sind gerade noch in der Konzeptphase, keine Ahnung, ein Anhänger hinten dran sein, um mal mit Gewicht auch zu fahren. Man hat ja immer noch eine gewisse Skepsis. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe da auch noch eine gewisse Skepsis manchmal dazu, wo ich mir denke, ja, so ein schöner Dieselschlepper mit 200 PS, der zieht schon ein bisschen mehr weg als ein Methanschlepper. Aber genau darum geht es ja, dieses Umdenken irgendwo stattfinden zu lassen. Und deswegen haben wir so eine Arena errichtet, wo die Hersteller die Möglichkeit haben, deren Maschinen zu zeigen und dann auch ihre Kunden einladen können, dort Maschinen zu testen im Freigelände. Und das ist dann nicht nur der Methanschlepper, sondern eben auch ein Teleskoplader, einen Radlader und dergleichen oder auch Elektromotoren. Das ist zum Beispiel sowas, was wir neu entwickelt haben, wo wir auch gemerkt haben, das ist was die Hersteller möchten, um einfach die Zweifel, ja, die einfach bei uns allen in den Köpfen noch ein Stück weit ist, zu reduzieren, weil es geht einfach dahin, Green Productivity, das Leitthema der Agritechniker dieses Jahr, ja, das geht einfach immer mehr in diese Richtung, ob wir das wollen oder nicht. Und ohne Wertung da jetzt irgendwie reinzubringen. Und da haben wir natürlich dann auch geschaut, ja, was kann man da eben als Lösungen zeigen? Oder das Spotlight Smart Farming, was wir bei uns errichtet haben, wo wir dann lauter Smart Farming Technologien zeigen, also digitale Lösungen offerieren können zur Dokumentation und so weiter und so weiter. Bei Carina sieht man das ja auf dem Betrieb auch immer ganz schön bei Instagram, wie sowas funktionieren kann. Ja, du wärst, glaube ich, da eine ganz gute Referenz auf jeden Fall, um aus der Praxis zu erzählen, aber ich muss nur bei uns im privaten Umfeld auch schauen, da sind halt auch manche Betriebe noch weit von entfernt. Da geht es genau darum, solche Lösungen auch einfach zu zeigen. Ja, wo geht die Zukunft hin, wo gehen Innovationen hin und wo gehen vor allem auch Lösungen für die gegenwärtigen Probleme hin? Was haben die Hersteller für Lösungen, das zu zeigen und das auch den Besuchern irgendwie greifbar zu machen und nicht nur in der Theorie, sondern wirklich auch praktisch. Und das haben wir probiert, dieses Jahr einmal mehr auf der Agritechniker umzusetzen. Und ich denke, es wird auf jeden Fall für alle Besucher und auch für die Hersteller eine mega spannende, tolle Messe nach Corona werden, wo wirklich momentan alles auf grün steht. Wir haben auch bei den Zahlen, die wir aktuell merken, bei unseren Besucherregistrierungen, die wir bis jetzt haben, die sind deutlich höher als bei den Vorjahren zum gleichen Zeitraum. Also ist es wirklich momentan alles sehr, sehr positiv, auch für uns, muss man auch ganz klar sagen. Und wir freuen uns einfach auf eine mega tolle, große Agritechniker. Das sind doch schöne Worte. Ja, das sind doch positiver, kann man doch gar nicht da rangehen, würde ich mal sagen. Absolut. Finde ich aber auch. Finde ich auch. Ich freue mich auch schon mega wieder auf die Messe. Auf jeden Fall. Aber habt ihr dann auch Zeit, Johannes, mal über die Messe zu gehen? Ja, tatsächlich versuchen wir immer, dass man mal so einen halben Tag dann auch mal so gucken kann, was so rechts und links der Nachbar macht oder der Mitbewerber. Und vielleicht auch mal, natürlich geht man dann auch mal irgendwie zum Hersteller von Traktoren oder so. Und man macht, also wie du auch sagst, man kennt natürlich viele Leute, mit denen man auch so übers Jahr zusammenarbeitet, die jetzt nicht unbedingt Mitbewerber sind, aber auch mit den Traktorenherstellern hat man ja Kontakt, um sich irgendwie auszutauschen, was Maschinen angeht. Und solche Kontakte werden dann natürlich auch gepflegt. Oder irgendwelche, aber die meiste Zeit ist man natürlich auch eigentlich am Messestand und erklärt die Geräte, spricht mit den Kunden und geht seiner normalen Arbeit nach. Was ich auch mal sehr spannend finde tatsächlich, da freue ich mich auch schon wieder drauf, auf die Diskussionen und Gespräche. Und dann kommt irgendwann so der 5., 6. Tag, wo dann anfangen die Füße weh zu tun und man die Knie anzieht und denkt, ach, so langsam könnte ich mich auch wieder mal setzen. Naja, genau. Also, das wird so kommen wahrscheinlich, ja. Da werden die Gespräche dann immer eher relativ schnell in den Bereich mit den Stehtischen verlegt, wo ein Hocker dabei ist. Abstützen. Ja, genau so. Ja, das geht uns genauso. Nein, das ist ja auch, aber man muss das auch einfach, also das ist ja auch eine sehr, sehr intensive Zeit. Also einfach jetzt auch als Hersteller und auch als Messeveranstalter mit Sicherheit genauso oder noch mehr. Wie viel man da rumläuft und man steht den ganzen Tag quasi von, man geht die Messe nochmal los um 9, glaube ich, oder um 9. Ja, um 9 öffnen offiziell die Tore, genau. Ja, und dann
Und dann steht man halt einfach jeden Tag so ungefähr 9 Stunden rum oder was läuft, trippelt vielleicht von einem Bein aufs andere und redet sich quasi und redet die ganze Zeit mit Kunden. Und das ist natürlich dann auch anstrengend. Abends geht man ja dann, wie du schon sagst, auch nicht nach dem Essen um 8 Uhr ins Bett oder so. Und also ist das bei Lemken auch nicht anders. Nein, weil wir haben ja, wir haben ja auch dann Veranstaltungen, wo wir hingehen, wie auch den Max-Eid-Abend, wo die Medaillen vergeben werden, wo wir im besten Fall auch eine kriegen oder ich weiß nicht, hoffe ich einfach mal. Und aber auch, da sind ja auch noch andere Veranstaltungen, wie dann irgendwie Agrarmarketingpreis oder auch die Young Farmers Party werden wir auch besuchen oder zumindest einige von uns und oder man hat dann irgendwie noch bei einem anderen, ist noch irgendwo eingeladen abends oder so oder man sitzt halt einfach im Hotel mit seinen Kollegen, weil wir haben, das Schöne an der Agritechnik ist ja auch, dass alle Kollegen von Lemke oder aus fast allen Ländern der Welt sozusagen irgendwie auch Leute kommen zum Messestand, um dann ihre jeweiligen Gäste zu begrüßen und wann hat man schon mal die Chance, dann eine Woche lang mit dem Kollegen aus Amerika, aus England und aus Spanien gleichzeitig an einem Tisch zu sitzen abends beim Abendessen im Hotel sozusagen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, aber dann wisst ihr auch selber, dann sagt man jetzt nicht um 8:30, hör mal, mir tun die Füße weh, ich gehe jetzt ins Bett, weil das ist auch so vernünftig und so vernünftig bin ich auch und dann macht man halt nicht. So schätze ich dich auch ein. Ja, das ist schön, dass du diesen Eindruck schon gewonnen hast innerhalb von noch nicht mal einer Stunde. Aber das ist ja auch was die Messe ausmacht, ne? Das ist das Connecten, das ist das Netzwerken, sowohl mit Besuchern, aber auch intern, wie du sagst. Ja. Und das ist einfach schön, da freue ich mich tatsächlich drauf. Und das freut mich auch zu hören, dass Lemken sich auch durchaus auf die Veranstaltung freut und das ist einfach, ja, wird eine tolle Zeit auf jeden Fall in Hannover. Und Carina, geht's dir auch so? Freust du dich auch schon? Oder? Ja, absolut. Also ich habe ja auch schon gesagt, dass ich die ganze Woche vor Ort bin, einfach um mir auch den Stress rauszuholen, dass ich nicht von A nach B renne zu den Ständen und auch einfach mal ein bisschen gucken kann und eben auch in Ruhe dann mal Gespräche führen kann und so. Ich bin total froh, dass nach Corona das jetzt einfach wieder möglich ist. Auch ich war ja letztes Jahr auch in Italien auf der Messe. Da freue ich mich natürlich auch, dass einige von den Italienern jetzt dann auch hier sind, die man dann wieder trifft. Das hat sich ja auch über die Jahre so ein kleines Netzwerk tatsächlich aufgebaut und das ist halt einfach eine gute Möglichkeit, dann eben auch alle wiederzusehen, weil eben alle auch da sein werden. Und ich freue mich tierisch, kann es kaum erwarten. Ja, das ist doch, dann sind wir uns doch in der Sache schon mal einig. Und natürlich auch auf unsere Podcast-Aufnahme, Johannes. Ja, stimmt. Ja. Live von der Agritechniker. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Naja. Dann am besten am Nachmittag, wenn die Stimme morgens nicht ganz so rau ist. Ich glaube, wir haben 12 Uhr gesagt, oder? Ja, und dort gibt es noch eine Milch mit Honig vorher. Ja, genau. Und es ist ja direkt montags, da ist ja noch nicht so viel gesprochen worden. Also das haben wir schon alles in der Planung tatsächlich berücksichtigt, muss ich sagen. Freitagsabends kaum noch einen Ton mehr rausbekommen. Ja, dann würde ich sagen... Karina, nee. Hast du noch eine Frage an Team, oder? Halt, Johannes, bevor wir das jetzt hier beenden, sonst kriegen wir hier wieder Ärger, weil du eine Frage vergessen hast. Ich weiß schon, was du meinst, Karina. Und zwar haben wir ja schon mehrfach auch von Hörern den Hinweis gekriegt, dass ich immer vergesse, meine Standardfrage zu stellen. Und zwar, Timo, wenn du jetzt abends bei der Agritechnica was grillen würdest, mit deinen Kollegen, um Socializing zu betreiben, würdest du dann lieber ein Steak essen oder ein Würstchen dazu oder dabei? Das ist eine schwierige Frage. Ich dachte schon, ich kriege bei der Messe hier viele schwierige Fragen. Ich tendiere aber tatsächlich, glaube ich, eher zu einem Steak. Ja, so ein schönes Rindersteak ist, glaube ich, doch ein bisschen was Besseres als so eine schnelle Wurst auf die Hand. Klingt vernünftig. Und ich habe eben schon rausgehört, wir hatten es schon ganz oft, es gibt das kühle Blonde dazu, oder? Vielleicht wird es auch ein kleines, kühles Blondes noch dabei geben. Vielleicht. Vielleicht. Ja, hätten wir diese abschließende wichtige Frage jetzt auch noch geklärt. Gott sei Dank. Bleibt mir eigentlich, vielen Dank, Timo. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich freue mich, dich vielleicht dann auch auf der Agritechnica mal persönlich dann in echt zu treffen oder kennen. Wir werden ihn irgendwo so durchhuschen sehen, wahrscheinlich. Genau. Darauf freue ich mich aber auch, muss ich sagen. Ich bin auch bei Lemken, haben wir sogar auch schon einen Termin, wo wir vor Ort sind. Ich denke, da werde ich dann auch mal
den Johannes suchen und vielleicht auch Carina, wenn sie vor Ort ist, dass wir uns einmal ja. kennenlernen. Und ich freue mich auch total, dass ich heute dabei sein darf und bedanke mich auch recht herzlich bei euch beiden. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und freue mich auch dieses Jahr total auf die Akitechnica, um einfach alle wieder mal live zu sehen und auch teilweise neu kennenzulernen. Sehr schön. Dann freuen wir uns doch alle und sehen uns im November. Ja, Carina, ich fand tatsächlich wieder gelohnt, nachdem wir jetzt den dritten Gast ja in Folge haben. Aber ich fand es tatsächlich auf jeden Fall wieder gelohnt, Timo einzuladen, auch als, also weil das einfach so interessant ist. Tatsächlich, ich hatte schon gedacht, kenne mich schon relativ gut mit der Akitechnica aus, auch was die Hintergründe angeht. Aber auch ich muss sagen, dass ich noch viele Sachen wieder dazugelernt habe und verwundert darüber bin, wie das doch so alles organisiert wird und was da so auch im Hintergrund abläuft. Und vor allem fand ich auch sehr amüsant die kleinen Anekdoten, die er noch so erzählt hat, was es so alle für Anfragen gibt und so. Das kann ich mir auch genau vorstellen, weil man sitzt dann hier so zusammen oder so und überlegt irgendwas und dann sagt man sich, ja, man kann ja einfach mal blöd fragen, was. Nein, sagen können sie immer noch, ne? So, wie das halt so ist. Ja, absolut. Wie siehst du das, Carina? Nee, ich fand es auch super spannend und es war auf jeden Fall auch spannend, das mal von DLG-Seite einfach zu hören. Wie gesagt, du kennst es ja von Lemken-Seite oder von Hersteller-Seite und ich glaube, jeder deutsche Hersteller, das war mir schon so klar, für den ist das meiste dann doch klar, aber das war eben das Spannende für mich auch, einfach mal zu hören, andere Länder, andere Sitten, dass da schon ganz witzige Dinge irgendwie auch auf den Tisch kommen und also ich bin gespannt, ob wir noch erfahren, was der Fummeltisch ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also vielleicht nochmal an die Zuhörer, wenn jemand auf der Akitechnica einen Fummeltisch sieht, egal was auch immer damit gemeint ist und der hat die, könnte sich vorstellen, dass das der Fummeltisch ist, dann kann er ja mal ein Foto irgendwie uns schicken oder so. Ja. Und eine Standnummer, dann können wir das auch mal in echt angucken dann. Genau. Ich frage es, ob man sich das angucken möchte oder nicht, aber. Ach ja, herrlich. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Dir, Carina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer montags alle zwei Wochen. Und dann überlasse ich dir auch wie immer das letzte Wort, natürlich. Ja. Und ich kann mich wie immer nur anschließen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.